Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Frontier Episode 21, die Macht der Dunkelheit. Ja, die Kinder stehen halt vor Dustmon, der ja eben noch Abomon gekillt hat und dessen Spirit an sich genommen hat, und greifen ihn halt an. Als Takuya bzw. Burning Greymon mit seinem Feuer attackiert, sieht Koji mit den anderen halt darin dann die Chance zu fliehen, was Takuya erstmal überhaupt nicht verstehen kann. Wir als Zuschauer sehen dann, dass Duskmon absolut keinen Schaden genommen hat und das Feuer einfach so wegkickt. Und während die Kinder dann erstmal überlegen, wie es jetzt weitergeht und wo sie hingehen, ist Takuya die gesamte Zeit total angepisst und sagt immer, ach, ich hätte es dem schon gezeigt, ach, ich hätte es dem schon gegeben. Und zum Glück ignorieren ihn die anderen, weil sein Verhalten ist absolut bescheuert. Zugegeben, er ist natürlich noch ein Kind, aber hier ist es ja nicht so, als hätten sie Partner-Digimon, die irgendwie für die kämpfen, sondern sie digitieren selber, sie kämpfen, sie haben selbst diesen Schmerz und diese Angst normalerweise und könnten theoretisch auch sterben. Da finde ich dieses Verhalten nicht wirklich nachvollziehbar, weil das ja alles kein Spiel ist und das weiß er eigentlich ja auch. Ja, dann kommt Takuya halt auf die tolle Idee, Figuren zu basteln, weil er einen tollen Plan hat und ich weiß nicht, aber... Naja, davon ab, dass Duskmon immer noch in der Nähe ist, davon abgesehen, dass sie jederzeit angegriffen werden können, hätte ich wohl meine Zeit besser damit verschwenden können, irgendwas Sinnvolleres zu tun, als Figuren zu basteln. Weil, ja, ich meine, er hatte Kastanien und irgendwelche Stöcker und Tommy hat ihm zwar geholfen, aber das wäre es mir echt nicht wert gewesen, weil, wie gesagt, ich hätte jederzeit angegriffen werden können. Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass er nur für einen tollen Plan, den man einfach hätte erzählen können, Figuren gebastelt hat. Ja gut, wenn man die Folge natürlich auf 20 Minuten ziehen will, dann ist es natürlich angebracht. Weil sein Plan besteht darin, dass er zum H-Hybriden digitiert und die anderen vier zu B-Hybriden digitieren. Die anderen vier, also er selbst, kämpft kurz gegen Duskmon, hält ihn fest, die anderen vier greifen an und er weicht dann eben aus. Toll. Und dafür braucht man Figuren für diesen tollen Plan. Ja, natürlich. Ja, natürlich sind JP und Koji und Zoe nicht ganz so begeistert, gerade dass Takuya ja derjenige ist, der Duskmon eben festhalten will und so alles. Und Koji ist ziemlich angepisst und deswegen will er mit Takuya dann erst einmal reden. Was Koji da sagt, wie Koji denkt und handelt, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich mag eigentlich beide gleich gerne, also Takuya und Koji, aber in dieser Folge finde ich Koji besser, weil er sagt selbst, ja, was Takuya da einfällt, dass er eben so leichtsinnig ist und ob er nichts gemerkt hätte und er kann sich ja selbst gerne in Gefahr bringen, aber er soll die anderen halt da raushalten. Takuya selbst wird dann total, ja, schon ziemlich aggressiv. Er sagt doch, die könnten das ruhig anders regeln und so und er wird dann eben doch aufmüpfig, er packt dann Koji auch im Kragen und so alles und ja, er versteht das alles nicht und er denkt, dass Koji feige ist und so alles. Ja, und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie blöd. Einerseits von Takuya, andererseits aber auch von den Machern, weil es muss ja mal wieder so sein. Ach, Takuya ist der Anführer, Koji ist der Außenseiter. Ach, die sind ja mal wieder nicht einer Meinung. Scheiß doch darauf, was Zoe, JP und Tommy zu sagen haben. Hauptsache, es die beiden streiten und entscheiden über alle. Also ich fand das eigentlich ziemlich blöd. Trotzdem könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das fandet. Also hat euch der Streit irgendwo besser gefallen als die anderen Streits? Fandet ihr den nachvollziehbar? Fandet ihr den blöd? Ja, und auf wessen Seite steht ihr da eher? Auf keiner? Auf beide Seiten? Also könnt ihr beide verstehen oder von einem? Schreibt es mir halt. Ja, jedenfalls werden sie dann angegriffen. JP hat natürlich schon recht. Jetzt haben sie keine andere Möglichkeit mehr, als zu kämpfen und eben den Plan von Takuya zu nutzen, weil was anderes haben sie halt nicht. Takuya greift als Agunimon Duskmon an, die anderen greifen auch an. Er denkt, das ist es gewesen, aber nö, nix da. Duskmon steht da, hat nicht mal irgendeine Katze abbekommen und in dem Moment realisiert Takuya, scheiße. Ja, der ist ja doch total stark und der bekommt zum ersten Mal im Anime richtig Angst. Das finde ich zwar gut, dass er hier Angst bekommt, allerdings hätte die schon vorher da sein müssen, aber dann gut, es trägt ja auch ein bisschen zu der Charakterentwicklung von ihm dann bei. Ja, als Duskmon ihn dann angreifen will, springt Kendo Garurumon dazwischen, digitiert zu Koji wieder zurück. Takuya ist dann natürlich so ein bisschen außer sich und dann passiert was, was ich an der Folge total beschissen finde. Und zwar, er ist auf einmal in der Dunkelheit, dann ist da so ein Traymon. Keine Ahnung, das hat im Deutschen keinen Namen. Ja, und das ist dann halt da und Takuya ist auch da und die anderen sind alle weg. Gut, man könnte jetzt sagen, dadurch, dass er Angst hatte und sie im Gebiet der Dunkelheit waren, ist er vielleicht da hingekommen. Aber will man mir weismachen, dass die anderen keine Angst gehabt haben? Gerade Tommy zum Beispiel? Eher unglaubwürdig. Und wie er da einfach hingekommen ist, das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen blöd. Ja, und jedenfalls ist er dann jetzt zu dem Traymon hin und da eingestiegen. Wie gesagt, die Idee der Folge mit dem Streit, dass Takuya einen Dämpfer bekommt und es auch gut für seine Charakterentwicklung ist, ist ja nicht schlecht. Ich finde es auch gut, dass man sieht, dass Duskmon wirklich verdammt stark ist, aber
Ja, wie gesagt, Takuya ist kindisches Gehabe. Ja, ich weiß, er ist ein Kind, sagen wir mal, eher dummes Gehabe, übermütiges Gehabe. Finde ich in dem Punkt nicht wirklich gut. Und auch diesen ganzen Plan und so, das ist dann schon etwas, was ein bisschen nervt. Und wirklich wieder dieses, nur zwei haben das Sagen über die ganze Gruppe. Also ich bin der Meinung, da hätte man doch noch ein bisschen mehr rausholen können. Insgesamt ist die Folge nett, hätte aber besser sein können. Naja, schreibt mir es in die Kommentare. Findet ihr, dass Duskmon zu Recht sehr stark ist oder findet ihr es ein bisschen übertrieben? Was sagt ihr, wie gesagt, dass wieder nur der Außenseiter und der Anführer sich streiten? Findet ihr das egal, gut oder schlecht? Wie gesagt, schreibt es mir.